Als ich im Ashram war, sagte mir mal ein Meister, wenn sich die Menschen ihres Herzschlages oder ihres Atems nicht bewusst sind, wie wollen sie dann überhaupt höhere Zustände erfahren oder sich dessen gewahr sein? Das war eine Frage, die hat mich ziemlich nachdenklich gemacht, denn wie oft stolpern wir denn über Offensichtliches hinweg, nicht zu sagen über sowas Subtiles wie den Atem. Dabei ist doch der Atem unser verlässlichster Freund. Er ist dein verlässlichster Freund. Er ist immer da, er verlässt dich nie, egal was du tust in deinem Leben, ob du lachst, ob du weinst, ob du schläfst, ob du isst, ob du trinkst, ob du wach bist, ob du jubelst, einen Freudensprung machst oder traurig bist. Der Atem begleitet dich immer und vor allen Dingen, er passt sich deinen physischen und physiologischen Befindlichkeiten absolut an. Der Atem bringt dich automatisch und sofort zur Ruhe, also vorausgesetzt, du atmest bewusst. Der Atem ist das Tor zu deiner Seele. Das, was für die Natur der Wind ist, ist für unseren Körper der Atem. Und er ist auch ein Tor in die Unendlichkeit, da er eine Brücke herstellt zwischen dem Materiellen und dem Immateriellen. Denn wenn irgendwann eines Tages der Atem deinen Körper verlässt, dann geht er ja nicht irgendwo hin. Das heißt, er verschwindet nicht einfach. Denn es gibt auch ein Gesetz im Universum, das sagt, Energie kann nicht vernichtet werden, kann sich nur transformieren. Auch der Atem transformiert sich dann in eine andere Welt. Also ist dieser Atem die Brücke dazu und der Atem ist es wert, wertgeschätzt zu werden. In Indien spricht man deswegen nicht einfach nur von Atem und es geht darum, nicht nur darum, Sauerstoff zu tanken oder man nimmt den Atem nicht einfach nur als Mittel, um den Stoffwechsel zu entschlacken. In Indien oder überhaupt, ja auch in anderen Gegenden, ist der Atem so viel mehr. Man spricht von Prana, von Atman. Und ihr wisst, Atman ist an sich eine Schöpferentität. Und Prana ist so viel mehr als nur Luft. Prana ist Lebensenergie. Und allein diese Bezeichnung Lebensenergie, die lässt ja schon aufhorchen, denn es bedeutet ja nichts anderes, als dass wir mit jedem Atemzug tatsächlich Energie in unseren Organismus pumpen, sodass er vitalisiert und energetisiert wird. Das ist eine ganz, ganz wichtige Tatsache. Und die Wissenschaft, die sich in Indien jetzt mit Prana beschäftigt, die nennt sich Pranayama. Und es heißt, wenn man nur 10 Minuten am Tag Pranayama übt, verlängert sich dadurch das Leben. Dann wird sich auch diese ganze Atmung in deinen Gesichtszügen widerspiegeln. Das heißt also, so wie du atmest, so siehst du auch aus. Also es modelliert deine Gesichtszüge. Es heißt auch, allein nur 10 Minuten Pranayama wirkt ziemlich vielen Zivilisationskrankheiten entgegen, nämlich wie Übersäuerung, Stress, Nervosität, Depressionen, Bluthochdruck und all diesen Dingen. Da kann man ganz, ganz viel mit Atmung machen, als begleitendes Instrument. Außerdem haben die Yogis festgestellt, dass ein direkter Zusammenhang besteht zwischen deiner Lebensspanne und dem Atem. Auch eine ganz interessante Tatsache. Ja, es heißt immer, du fühlst dich so, wie du atmest, aber es geht auch umgekehrt. Du kannst auch so atmen, wie du dich fühlen möchtest. Und so ist auch Prana in der Wissenschaft des Pranayama ein ganz wesentlicher Aspekt dafür, die Gemütsruhe zu bewahren, in Kontenance zu bleiben. Denn dieser Atem ankert dich, er stabilisiert dich. Nicht umsonst sagen ganz viele, wenn draußen das Chaos tobt oder Turbulenzen sind, atme. Das ist kein banaler Tipp, es ist tatsächlich eine Möglichkeit, dich zu zentrieren und in dem Moment, wo du bewusst atmest, können dich deine Emotionen nicht einfach so wegreißen. Du bist dann wieder Herr in deinem Haus und nicht der Sklave deiner Emotionen. Also auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Außerdem, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der vielleicht den einen oder anderen interessiert, so sagt die
Pranayama-Wissenschaft ist das automatisch Faulheit und Trägheit damit beseitigt werden. Denn ist auch eigentlich klar, denn wenn ich Prana übersetze mit Lebensenergie und diese Lebensenergie einatme, bewusst einatme und vor allen Dingen mit meinem Bewusstsein anreichere, dann ist auch ganz verständlich, dass wir damit unsere Zellen absolut energetisieren und vitalisieren. Ich habe auch noch zwei Zitate für euch, die klar machen, wie wichtig unser Atem ist. Eins davon ist von dem Yogi Tirumala und ich lese es euch mal vor. Er lässt uns wissen, wenn du Prana unter Kontrolle bringst, wird dein Körper werden wie ein Kristall. Und jung wirst du sein, trotz deiner Lebensjahre. Und Patanjali, einer der berühmtesten Yogis, der die Yoga Sutras verfasst hat, schreibt, indem wir uns darin üben, den Atem zu verlängern und zu verfeinern, erlangt unser Geist die Fähigkeit der Konzentration und der Schleier löst sich auf, der das Licht des Bewusstseins verdeckt. Ja, und wenn man richtig bewusst atmet, dann ist es auch sehr viel leichter, positiv zu denken und in diese hohen Frequenzen zu kommen, die wir uns doch alle wünschen. Gehen wir doch einfach mal in die Praxis. Wie schon erwähnt, habe ich ein bisschen was vorbereitet und bitte mach das auf deine eigene Verantwortung. Ich kann ja nicht wissen, wie es dir gesundheitlich geht. Das heißt, du musst es mit deinem eigenen körperlichen Befinden abklären. Und daher möchte ich jetzt erstmal erklären, wie die Reihenfolge abläuft. Wir fangen an mit einem normalen Atmen, dann gehen wir in eine sogenannte Reinigungsatmung, die auch euch ein bisschen ausbalancieren soll. Die nennt sich Nadi Shodhana und dazu müssen wir uns die Nasenlöcher zuhalten. Das könnt ihr auf unterschiedliche Art und Weise machen. Ihr könnt entweder ganz yogisch beide Finger verwenden und die einfach jeweils an das rechte oder linke Nasenloch halten. Ihr könnt auch einfach nur den Zeigefinger nehmen oder ihr macht es so, wie ich das dann in der Übung vorgebe, dass wir einfach die Hände zusammennehmen in Namaste, die Fingerspitzen an die Stirn legen und dann jeweils mit dem rechten oder linken Daumen das rechte oder jeweils linke Nasenloch zuhalten. Also überlasse ich ganz euch, wie es euch am angenehmsten ist. Und wenn diese Übung beendet ist, kommen wir zu Kumbhaka. Das ist das, was Patanjali angesprochen hat, den Atem zu verlängern und zu verfeinern. Kumbhaka heißt eigentlich Atem anhalten. Wer von euch vielleicht schon länger meditiert, merkt, dass es manchmal Phasen gibt, wo man einfach keine Luft holt. Und zwar verdammt lange, das nennt sich Kumbhaka. Das machen wir hier jetzt natürlich nicht so auf diese Art. Wir machen es ganz einfach in einem Vierer-Rhythmus. Wir atmen auf vier ein, halten auf 4 Sekunden, atmen 4 Sekunden lang aus, halten wieder 4 Sekunden und diesen Rhythmus wiederholen wir 5-mal. Also alles ganz easy. Es gliedert sich eine Mini-Meditation an. Und danach hole ich euch aus der Meditation wieder heraus und ich hoffe, ihr seid dann absolut abgetaucht in den Frieden und könnt dann diesen Frieden in die Welt tragen. In jedem Falle würde ich mich freuen, sehr freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr das Ganze empfunden habt, wenn ihr mir mitteilt, ob ihr weiter solche Übungen haben möchtet, ob euch das was bringt oder ob ich irgendetwas in einer anderen Hinsicht noch tun kann. Lasst es mich einfach wissen, indem ihr ein paar Kommentare hier unten da lasst. Okay, also ich verschwinde jetzt visuell, das heißt, ich lege jetzt einfach ein Bild über diese Timeline. Und ihr könnt euch jetzt einen Platz suchen, in dem ihr 15 Minuten Ruhe habt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und vor allen Dingen viel Ruhe, viel Frieden und viel Liebe. Also bis gleich.